Ja, moin moin Freunde. Heute ist Sonntag, super schöner Tag und heute sind wir wieder unterwegs, um uns amerikanische Oldtimer anzuschauen. Speziell heute haben wir eine Einladung bekommen von einem Club in Augsburg, wie es schon längere Zeit gibt. Und da werden wir heute mal ein bisschen schauen, was sie so für Fahrzeuge haben, wie die Mitglieder so drauf sind. Und dann tauchen wir ein bisschen ein in die amerikanische US-Car-Szene in Deutschland, hier in Bayern. Ich freue mich drauf. Wird bestimmt ein cooles Video. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Video. Euer Pelle. Bis dann dann. Tja, also herzlich willkommen, meine lieben Freunde auf We Love Cars. Wir wurden heute eingeladen von dem US-Car-Club in Augsburg. Das seht ihr hier hinten. Das ist der Hahn, das ist der Chef von dem Ganzen hier. Und der hat uns heute eingeladen und wir machen mal zusammen eine kleine Tour und wir schauen uns mal alles an, was hier so geboten wird. Momentan sind wir hier im Vereinsheim. Ihr seht ja hier, sind ein paar Bilder dabei von den Mitgliedern. Es sind nicht alle, aber ist alles dabei, vom Cabrio bis zum Pickup. Da würde ich mal sagen, wir begrüßen mal den Hahn alle zusammen und er erzählt dann ein bisschen was zur Geschichte von seinem Verein. Hahn, grüß dich, ich bin der Pelle. Pelle, grüß dich, ich bin der Hahn. Hallo, ja. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen beim ACFA, einem Augsburger USK-Verein mit aktuell 71 Mitgliedern. Den Verein gibt das unter dem Namen ACFA seit über 20 Jahren. Davor waren es die V8-Freunde Königsbrunn, ältestes Mitglied. Der Erwin kann daher ein paar Geschichten dazu erzählen, wie dieser Verein überhaupt da zustande gekommen ist. Mhm. Ich selber bin seit 8 Jahren im Verein und habe vor 6 Jahren das Ruder übernommen. Mhm. Die dachten, ich wäre ganz gut als erster Vorstand und bin seit 6 Jahren erster Vorstand. Wir machen einmal im Jahr, und da kennen das die meisten Augsburger, ein großes USK-Treffen. Das war bis 2018 auf dem Metro-Parkplatz. Und wir haben immer wieder Probleme gehabt, dass der Parkplatz einfach zu klein geworden ist. Das glaube ich, ja. Ja, dass morgens um 10 die Parkplätze ausgebucht waren. Wir hatten keinen Platz für Foodtrucks und wir hatten Rückstau auf der B17 bis zum Stadion und bis zur A8. Wir mussten den Verkehr regeln und haben uns dann 2019 entschieden, wir brauchen was Neues, sind dann raus zum XX Lutz. Der Parkplatz ist nahezu doppelt so groß und auch da haben wir dieses Jahr schnell merken müssen, es gibt doch verdammt viele USK-Freunde im Kreis Augsburg. Ja, das stimmt allerdings. Wir hatten 1500 Autos auf unserem Treffen und das war mal eine Hausnummer. Ansonsten 71 Mitglieder sind sehr engagiert, was Ausfahrten angeht, auch mit geistig Behinderten. Sommerfest machen wir regelmäßig. Ich habe mal vor Jahren gesagt, und da stehe ich immer noch zu, wir sind wahrscheinlich der einzige Autoverein, wo das Auto totale Nebensache ist. Wir freuen uns, Donnerstagabend zusammenzusitzen. Wir treffen uns jeden Donnerstag hier im Sheridan Park, zum Grillen, zum Ratschen, über Autos reden. Aber ich glaube, wir sind auch der einzige Verein, den ich kenne, wo es überhaupt nicht über PS und was ist mein Auto wert, was ist dein Auto wert. Wir haben alles dabei. Wir haben das älteste Auto, ist ein Hudson Commodore, Baujahr 48. Ein wunderschönes Auto. Das zweite ist Reihe, genau. Das ist dieser da. Das ist schon mega, ne? Also. Und dann geht das bis zu einem 2019er Jeep Grand Cherokee vom Tom, meinem zweiten Vorstand. Mhm. Ein 2021er Camaro haben wir auch noch, der steht unten. Den könnt ihr euch nachher anschauen. Mhm. Coupés, Cabriolets, Limousinen, gute Zustände, weniger gute Zustände. Weil wie gesagt, eigentlich ist das Auto Nebensache. Uns verbindet die Leidenschaft für Amerika. Uns verbindet die Musik. Jeder von uns mag Country Music, Blues und Soul. Jeder von den Mitgliedern oder fast alle waren schon mal drüben zum Urlaub machen. Mhm. Man trifft sich regelmäßig im Four Corners unter Malting, eine richtig schöne Honky-Tonk-Bar. Müsst ihr auch mal anschauen. Mhm. Mega cool. Dort machen wir auch an jedem letzten Sonntag im Monat von April bis September. Mal fangen wir im März an, wenn das Wetter passt. Und mal hören wir im Oktober auf, wenn das Wetter passt. Unser Wheels on Sunday. Mhm. Ein ungezwungenes Treffen mit US-Fahrzeugen und anderen Oldtimern, wo es Barbecue gibt. Schöne Musik meistens. Hört draußen. Sich gut an. Ja, mega. Wie gesagt, Auto verbindet, aber es ist nicht der Bestandteil Nummer eins. Mhm. Wir mögen das Leben und den Lifestyle und die Gelassenheit. Das ist super geil. Ich finde das so toll, dass ihr das so umsetzt. Vor allen Dingen, dass ihr auch hergeht und sagt, wir machen auch sinnvolle Sachen, wie mit den geistig Behinderten und so.
Finde ich schon mega cool, sowas. Machen ja auch weniger. Ne? Macht der Verein seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, wir haben es, oder ich habe es dann übernommen vor 6 Jahren und habe es dann noch ein bisschen aufgebohrt, weil es war immer so, dass die ihre 10 Euro von ihrer Einrichtung bekommen haben und sich da ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee von holen konnten. Wir saßen nebenan, haben uns einen Burger und ein Bier gegönnt. Okay. Und seit 2017 haben wir gesagt, nee, das geht so nicht. Uns geht's gut. Ja. Und wir wollen das gerne weitergeben, wir wollen das gerne teilen und haben dann angefangen zu sagen, wir fahren jetzt irgendwo in ein Diner, in ein Restaurant und wir übernehmen die Zeche. Das ist echt, also da ziehe ich echt meinen Hut. Also super. Ja, das ist, uns geht es allen gut und es ist eine Win-Win-Situation, sage ich mal ganz gerne, weil du kommst abends nach Hause, du fühlst dich gut, weil du was Gutes getan hast. Ja. Die Freude in den Gesichtern von denen ist unbezahlbar. Das glaube ich dir absurd. Du machst eine tolle Sache den Tag und es fehlt uns allen. Wir haben es jetzt 2 Jahre nicht machen können und alle, die das Video sehen, ich werde es natürlich über unsere Facebook-Seite auch publizieren, da haben wir viele von denen, mit denen wir das immer machen, von den Ulrichs-Werkstätten. Leute, ich verspreche euch hier, nächstes Jahr geht es wieder los, nächstes Jahr gibt es wieder eine UWA-Ausfahrt und wir werden es da so richtig krachen lassen. Mein Wort drauf. Ich bedanke mich bei dir. Okay, super. Schön, dass ihr da seid. Ja. Also ihr seht ja selber, die Jungs leben das richtig hier auch, diesen ganzen American Style. Für uns als YouTube-Kanal ist das eine vollkommen neue Erfahrung, dass man auch solche Leute kennenlernt. Und das ist das, was mir am meisten Spaß macht, neue Leute kennenzulernen, die Geschichten dahinter. Ihr wisst es ja selber, ich habe es schon oft genug gesagt in den Videos. Natürlich ist es nicht einfach, seltene Autos vor die Kamera zu bringen und über diesen Weg, über so einen Club zum Beispiel, tue ich mich natürlich auch leichter, weil der eine oder andere immer mal dabei ist, der sagt, du Pelle, ich hatte Bock drauf, du kannst mein Auto gerne filmen und das macht dann heute auch irgendwo Sinn. Ne? So, wie gesagt, das hier oben ist halt das kleine Vereinsheim. Ich schätze mal, es wird viel im Winter dann genutzt. Für die Wintermonate, genau. Okay. Im Sommer treffen wir uns immer unten vor der Halle, vor den Autos. Mhm. Zum Grillen und im Winter, wenn es draußen regnet und kalt wird. Wie gesagt, wir treffen uns seit x Jahren jeden Donnerstag. Und wenn der Donnerstag auf dem Feiertag ist, mit Ausnahme von Heiligabend, dann auch am Feiertag. Okay. Wir haben auch schon Silvester zusammen gefeiert mit unseren Mitgliedern hier oben. Weil das ist wirklich, ja, es ist Familie. Also ihr merkt es schon, es ist eine richtige eingeschworene Familie. Ist natürlich auch mega schön hier mit diesen ganzen Stühlen und Sitzen, alles schön in den 50er, 60er Jahre-Style gemacht mit den Karos hier. Die Tische habt ihr selber gemacht? Die Tische haben wir selber gemacht. Es gab nichts in der Art zum Kaufen. Die Bänke haben wir vor, boah, lass mich lügen, 6 Jahren haben wir die gekauft. Ja, es passte einfach auch mit dem Laminat hier mit New Mexico. Jetzt sehe ich das erst, genau. Ja. Route 66. Pretty cool. Ja, auch ein paar europäische Zeichen. Aber es ist Route 66 drauf und als USK-Fan musst du auf der Route 66 gewesen sein. Genau. Die noch nicht drüben gewesen sind, die können sich dann so hier hinstellen und sagen, naja, gut. Hier schauen wir noch eine schöne alte Musicbox, die auch noch in Funktion ist. Ja. Richtig schönes Teil. Und ihr seht also allgemein, dieses ganze Vereinsheim ist wirklich mit viel Liebe gebaut worden. Und man merkt eben, dass diese kleine Familie diese American Way of Life so richtig lebt, ne? Du, danke dir erstmal, Han. Bitte, super. Bitte. Hat mir Spaß gemacht. Auf geht's, gehen wir mal weiter. So, wir schauen uns noch zusammen das Museum an, was auch dieser Club hier eingerichtet hat und organisiert hat. Und der Hahn wird uns ein bisschen was erzählen über die Geschichte. Ja, wir sind jetzt im neuen Amerika-Haus Augsburg. Das neue Amerika-Haus Augsburg ist entstanden aus einer Idee 2018 im Winter. Wir wollten auf der AFA unser Treffen bewerben, wollten so einen kleinen Stand haben, hätte uns 1.500 Euro gekostet. Wir haben aber 2018 eine Reunion mit organisiert, wo 80 Veteranen aus Amerika nach Augsburg gekommen sind, die hier stationiert gewesen sind. Okay. Und das ist in die Medien gegangen. Der Projektleiter von der Messe wusste, da war irgendwas mit Autos und Veteranen und hat uns gefragt, könntest du nicht irgendwie 700 Quadratmeter bespaßen? So mit 5 Jahrzehnten Amerika in Augsburg. Das war Anfang Dezember. Mhm. Die AFA ist im Februar gewesen, Ende Januar, Anfang Februar. Und dann haben wir uns überlegt, machen wir. Geile Idee. Hatten 5 Buchten mit 5 Jahrzehnten, 50er, 60er, 70er, 80er Militär. Mhm. Und das ist bei den Augsburgern so unheimlich gut angekommen, dass hinterher viele Leute uns angesprochen haben, hey, könntest du das nicht dauerhaft ausstellen? Einmal für 5 Tage auf der AFA ist viel zu wenig. Und dann haben wir mit der Stadt Augsburg gesprochen, durften dann mit Amerika in Augsburg e.V. und einem anderen Verein diese Halle bespielen. Mhm.
haben dann hier die Messebauwände aufgebaut, haben die Decken ein bisschen hübsch gemacht, haben den Boden neu gemalt. In dieser Halle 5 vom neuen Amerika-Haus stecken so ungefähr 5000 Arbeitsstunden, Mannstunden vom Saubermachen über den Designen der Tafeln. Und auch da nochmal ein ganz fettes Danke an all meine Mitglieder, die hier mitgeholfen haben. Wir haben dann pro Jahr wegen Corona weniger Veranstaltungen machen können und hatten aber trotzdem so jedes Jahr so um die 2000 Besucher hier in dem Museum. Mhm. Haben 2 Tage die Woche auf, immer am Donnerstag und dann jeden zweiten Sonntag im Monat. Gibt eine Homepage, das neue Amerika-Haus Augsburg, da findet ihr auch die Daten, wann wir aufhaben. Und es kostet keinen Eintritt und wir freuen uns über jeden Besucher, der herkommt und die 5 Jahrzehnte amerikanische Geschichte in Augsburg nochmal miterleben möchte. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Rundgang. Wir schauen uns das mal an. Hier haben wir das Kriegsende, wird hier ein bisschen geschildert. Der Hahn sagt, das sind auch originale Uniformen. Das sind originale Uniformen, keine Repliken oder irgendwas. Das sind wirklich Uniformen von 45. Augsburg als White Flag City hat kapituliert. Und hier wollten wir mal das Kriegsende ein bisschen darstellen. Amerikanische GIs, deutsche Trümmerfrau, ja. Propaganda. Das ist super. Habt ihr schön gemacht und das ist super umgesetzt, muss ich sagen. Also, ja, auch hier, wenn du siehst, Pelle, ja. Da unten siehst du das Foto. Das ist hier vorne vor der Halle 116. Ja. Ein Foto aus den End-70er Jahren mit diesem Wegweiser. Mhm. Und die Kollegen von Amerika in Augsburg haben damals dieses Schild retten können, haben das eingelagert. Okay. Und jetzt siehst du da unten das Foto von damals. Da oben siehst du das Original, dieses Display. Ich finde es einfach mega cool. Ja, weil es ist nicht einfach trockene Geschichte mit ein paar Bildern. Bilder ausstellen kann jeder. Wir haben hier Tafeln von Golfvereinen, Wanderpokalen, vom Augsburger Boxclub. Alles Originalsachen, die gesammelt worden sind oder gespendet wurden. Mhm. Befreiung, Demokratisierung von Deutschland. Die 7708 Warquans Group war eine Einheit, die hier in Augsburg, wie die Nürnberger Prozesse, Nazi-Verbrechen aufgeklärt hat, in Landratsämtern, in Bürgermeisterbüros etc. Mhm. Also auch eine ganz wichtige Geschichte hier in Augsburg, wo dann halt auch die Gräueltaten aus dem Zweiten Weltkrieg aufgeklärt worden sind. Ich verstehe. Auch hier in Augsburg. Ja. Umwelt und Abfall natürlich auch immer ein Thema. Bei einer Besatzungsmacht, die in einem fremden Land unterwegs ist, ja. Da bleibt halt mal was liegen. Ne? Da bleibt ein bisschen was liegen. Ich meine, das kennen wir alle. Das kennen wir aus allen Zonen, die wir in Deutschland hatten. Das haben die Franzosen gemacht, die Engländer, die Russen. Ja. Ist nicht mein Land, was soll ich mich drum scheren? Ja. Und dann wurden halt im Autobahnsee Müll versenkt. Sowas da. Also sowas zum Beispiel, genau. Gut. Aber es sei ihnen verziehen. Hier haben wir damals eine andere Art der Müllentsorgung. Leider wurde das Ries-Theater in Augsburg abgerissen, 2019. Und wir hatten das Glück, dass wir einen guten Draht zur Stadt Augsburg haben und gewarnt worden sind, dass das Ries-Theater abgerissen wird. Und wir, wenn wir Zeit haben und möchten, und das waren, glaube ich, ein halber Tag, wo wir uns hätten entscheiden müssen und wo wir ausbauen mussten, wo wir uns Kinosessel ausbauen durften. Und das sind die Original-Kinosessel aus dem Ries-Theater. Und auch die Wand dahinter, wir haben oben ein wenig gemogelt, wir haben kein Ries-Theater-Schild. Und da wir hier in der Sheridan sind, haben wir gesagt, okay, ein bisschen mogeln dürfen wir. Aber die Seitenwand ist fotografiert aus dem Ries-Theater, bevor es abgerissen worden ist. Und mit dem Fernseher davor sollen hier Schulveranstaltungen stattfinden, Reiseberichte, Kulturabende, Filmabende, vielleicht auch mal eine Super Bowl-Party. Wir wissen es noch nicht. Mal schauen, wie der Herbst und der Winter wird. Also ihr seht, das ist wirklich mit sehr viel Liebe gemacht hier alles, ne? Hier haben wir einen originalen amerikanischen Supermarkt. Die Amerikaner, als sie hier stationiert waren in Augsburg, die mussten ja einkaufen. Und selbst die Coca-Cola kam original aus den USA. Ihr seht ja selber, man hat das ein bisschen so zusammengestellt. Haben sie auch richtig liebevoll gemacht. Hahn, das ist schon mega. PX, jeder wollte von den Augsburgern rein. Böse Zungen behaupten, dass die Truthahn-Population in Augsburg gerade in den Wintermonaten massiv angesprungen ist. Kann doch gar nicht sein. Turkey hatte. Aber das ist halt die PX, wo man nur reingekommen ist als Soldat. Als Deutscher durftest du vielleicht, wenn du einen Soldaten kanntest, mit reingehen, selber kaufen durftest du offiziell nicht. Da oben sind auch ein paar Bilder, könnt ihr euch anschauen, wie das im Originalzustand mal aussah. Genau, da oben sind Bilder aus den 60er Jahren, aus den frühen 60er Jahren, wo auch diese Holzregale herkommen. Mhm. Okay, super. Das ist ein bisschen Bürozeug hier und ein Friseur, oder was ist das? Genau, das ist ein Friseurstuhl, auch aus den frühen 50er Jahren. Und da hinten sieht man mal, ich habe es ja gerade gesagt, dass die Amerikaner, oder du hast es ja vorhin gesagt, dass die Amerikaner
ihre Lebensmittel, die sie in Amerika gewohnt waren, egal wo sie auf der Welt stationiert sind, dorthin gebracht bekommen. Ja. Auch wenn es Cola in Deutschland gibt, die schmeckt anders wie in Amerika. Auf jeden Fall. Dann wird die Cola aus den Staaten nach Deutschland, nach Polen, Afghanistan, Vietnam, wo auch immer, dass die immer ihre gewohnten Lebensmittel bekommen haben. Und das Gleiche haben sie auch gemacht mit Möbeln. Sie haben relativ schnell gemerkt, die Amerikaner, gerade kurz nach Kriegsende, dass Möbel aus Amerika zu verschiffen extrem teuer ist und viel Platz wegnimmt. Mhm. Und haben dann bei zum Beispiel diese Kommode, die da steht, die ist in den späten 53ern, ist die, glaube ich, gebaut worden, von einem Schreinermeister in Fischach. Aber nach Originalvorgaben der US Army. Die hat hinten auch ein Badge drauf bekommen. Normalerweise müsste man das Möbelstück andersrum hinstellen, weil die Geschichte, die hinten drauf steht, deutlich interessanter ist. Ja. Da steht, von welchem Schreinermeister das gebaut wurde, nach welcher Zeichnung das gebaut wurde, wann es übergeben worden ist. Mega interessante Geschichte. So, haben wir noch ein paar Uniformen. Das dürfte Militärpolizei sein, MP, oder? Ja, auch wieder eine Spende von einem ehemaligen MP-Soldaten hier aus Augsburg. Der gesagt hat, was soll ich das auf meinem Dachboden verrotten lassen? Wenn ihr ein Museum habt, dann spende ich euch das, dann könnt ihr da ausstellen. Ja, und haben wir halt gemacht, gehört dazu. Ist halt unheimlich interessant, dass Augsburg eben auch unheimliche Geschichte hat. Ne? Ja. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, amerikanische Besatzung etc. Befreiung, Freundschaften. Ja, auch die Befreiung und die Freundschaften, die dann entstanden sind. Also, ist das nur ein kleiner Rundgang, den wir machen, weil sonst kommt man zeitlich nicht mehr hin. Wir können uns hier vorne noch die Uniform anschauen. Wir stehen jetzt hier gerade vorm Königsplatz in Augsburg. Und das Foto muss, man sieht da vorne noch so ein bisschen die Damen rumlaufen, die deutschen Damen in Sommerkleidern. Mhm. Es wird irgendwo geschätzt auf September, Oktober 45, also direkt nach dem Kriegsende. Okay. So, dann bedanke ich mich erstmal beim Hahn für die kleine Führung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir gehen weiter. Und schauen uns mal ein paar Fahrzeuge an und auch die Clubmitglieder. So Leute, denn wir sind ja heute eigentlich hier wegen den amerikanischen Autos und seltenen Autos. Ich habe euch ja versprochen auf unserem Kanal, wir versuchen immer wieder euch seltene Autos zu zeigen. Wir fangen mal heute an mit dem. Mit der Chris, hallo, servus. Das ist der Chris und der Chris hat was für ein Auto? Das ist eine 68er Chevelle SS Clone, also eigentlich als SS aufgebaut, also okay. Komplette SS-Ausstattung. Hat einen Big Block, war früher ein Drag Racer, sind die Staaten als Drag Racer gelaufen. Als ein 565 Cubic Inch 9,3 Liter Big Block drin, hat etwa 750 PS. Die ist auch im aktiven Drag Race Einsatz aktuell noch. Motor ist mittlerweile erneuert. Der hatte mal einen kleinen Motorschaden. Der Lack ist jetzt vor zwei Jahren etwa restauriert worden. Ja, man sieht, der Lack ist schön. Ja. Restlichen Restarbeiten, also war ein bisschen US-Rost noch da. Die Innenausstattung war nicht perfekt, der Unterboden war nicht perfekt. Okay. Ist jetzt alles. Tippitoppi. Wie lange bist du jetzt hier im Verein? Ich bin im Verein jetzt seit letztem Jahr und habe hier so meine neue Bleibe gefunden für das meine Freizeitaktivität. Ja. Alles so ein bisschen benzinkranke Leute. Natürlich, vollkommen, ganz klar. Cool, ich bedanke mich bei dir. Gerne doch. Merci. Schauen wir uns gleich den nächsten an. Haben wir einen wunderschönen roten Cadillac. Du bist der? Fischer Helmut. Der Helmut. Erzähl uns ein bisschen was zu deinem Auto. Das ist ein 1966er Cadillac, Cabrio. Und der ist... war stationiert in Vogelweh, das ist bei Kaiserslautern, da ist der alte Aufkleber. Okay. Und den hat der GI sich neu kommen lassen in Vogelweh bei Kaiserslautern. Okay. Und wie er halt 98 gegangen ist, hat er ihn halt da lassen. Und dann hat er einen Augsburger gekauft und von dem haben wir einen Idan gekauft. Ja, sehr, sehr schönes Modell. Wie lange bist du Clubmitglied? Mitglied seit 5 Jahren ungefähr. 5 Jahren, okay. Und macht ja Spaß hier in dem Club, oder? Super. Was Besseres hat mir nicht passieren können. Habt ihr gehört? Was Besseres kann nicht passieren. Also, ich bedanke mich bei dir. Gerne. So, kommen wir gleich zum nächsten. Und das ist ja mein absolutes Lieblingsstück. Muss ich sagen, es ist meins. Dieses Baujahr Cadillac ist meins. Servus, ich bin der Pelle. Ja, du bist der? Der Jörg. Der Jörg. Und das ist deine Frau, oder? Das ist meine Frau. Ich bin Waldi, hallo. Die Waldi. So, erzähl mal ein bisschen was über dein Schmuckstück. Ja, ursprünglich sollte es eigentlich unser erster Ami werden, vor 30 Jahren. Und wir waren auf der Suche nach dem 58er Chevy. Ja. Es ist dann ein 57er Cadillac geworden. Ja, die war es aber auch gut. Weil das bereuen wir natürlich in keinster Weise, das glaub ich, weil das Auto sehr selten ist. Wir haben ihn seit 30 Jahren, genauso lange wie wir verheiratet sind. Schön. Davon ist er ungefähr 10 Jahre in Arbeit gewesen. Wir haben ihn unrestauriert gekauft. Und dann so nach und nach in den Zustand gebracht. Ja, und seitdem fahren wir zufrieden, nahezu spritsparend. Ja. Das ist auf jeden Fall spritsparend, ne? Ja. Wirklich ein wunderschönes Auto. Das ist genau meins. Herrlich. Okay, freut mich.
Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Alles klar. Wie lange bist du hier Mitglied im Club? Seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren. Also er ist schon 12 Jahre hier im Club. Gut, gehen wir zum nächsten. Auf geht's. Jetzt kommen wir natürlich zu zwei Leuten, die wir ja schon kennen. Barbara, grüß dich. Hallo, Pelle. Pelle, grüß dich mal wieder. Und er hat heute seinen zweiten Ami mitgebracht, das haben wir. Einen wunderschönen. 1977er Chevrolet Caprice Tudor Sedan nennt sich diese Baureihe. Mhm. Also es ist ein Zweitürer, kein Coupé, weil er sonst rahmenlose Scheiben hätte. Genau. Und das ist eigentlich das Auto der Frau, sage ich mal. Barbara, stimmt das? Ist das deiner? Richtig, ja, das ist cool. Meiner. Genau. Mega. Mit den kleinen Spiegeln ist das putzig, ne? Da siehst genau. Du wahrscheinlich nichts drin, ne? Ja, Sportspiegel. Wie halt Sportspiegel. Genau. Ich werde bekloppt. Optik ist alles. Optik ist alles. Genau. Und ihr habt Spaß dran, oder? Macht sehr viel Spaß. Was hast du da für einen Motor drin? Ist ein gestrokter 350er drin, hat jetzt einen 383er, also 6,3 Liter Hubraum. Okay. Und du weißt ja selber, Hubraum ist doch nichts zu ersetzen, deswegen macht es ja unheimlich also viel Spaß. Also wenn ihr Bock habt, wir werden ja noch mal filmen, irgendwann mal, wenn wir Zeit haben. Auf jeden Fall, das machen wir gern. Mitglied seid ihr seit? Seit 2,5 Jahren jetzt ungefähr. 2,5 Jahren. Genau. Und ihr fühlt euch wohl hier in der Familie? Auf jeden Fall, also wie du sagst, es ist We fast are family. Zweite ja. Familie, genau, so ist es. Danke, tschüss, wir sehen uns noch. Ja. Genau, ciao, viel Spaß. Wir haben eine wunderschöne blaue Corvette, da sind die Besitzer. Hallo. Hallo. Erst die Dame. Hallo, Daniela. Daniela, du bist der? Ich bin der Markus. Hallo. Markus. Markus, erzähl uns ein bisschen was über dein Schmuckstück. Ja, das war so. Eigentlich, mein Vater hat ein Motorboot und da war so ein V8 drin. Und haben ich gedacht, irgendwann mal so ein Auto auf die Straße zu bringen, wo schön. Auch so ein Motor drin hat. Und dann bin ich an die Corvette gekommen, an die C3. Die ist Baujahr 77. Wo liegt die heute preislich? Ich denke mal zwischen 17 und 20 wird okay. sie ungefähr liegen. Zustand so? Zwei. Bis. Ist auch ein Gebrauchsfahrzeug. Also, ich habe sie seit 2001 und fahre auch jedes Jahr damit. Und ihr seid wie lange schon hier in dem Club? Wir sind seit 2003 im Club. 2003, doch schon so lange. Ich schätze mal vier. Und ihr führt euch auch wohl, ja. Unter euresgleichen. Genau, also mal. Ein sehr schickes Auto. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute. Wir sehen uns später noch. Danke dir. Dankeschön. Du bist der? René, ich bin der Pölle. René, was hast du denn hier Schönes? Erzähl mal. Ein Buick, ja? Buick Regal, Baujahr 85. Mhm. Der ist vor ein paar Jahren von Amerika rübergekommen. Mhm. Wurde dann hier vor 2 Jahren von V6 auf V8 umgebaut. Mhm. Hat eine Doppelfluranlage drin. Ich habe jetzt seit 1,5 Jahren. Hier okay. und da ein paar Sachen muss man natürlich noch machen. Aber Maya, es ist auch ein Auto, wo man nicht so viel hier sehen tut bei uns in der Gegend. Und ja, macht richtig Spaß, ihn zu cruisen, hat einen schönen, dezenten Sound. Mitglied im Club bist du seit? Seit 3 Monaten sowas. Also bist du noch relativ frisch hier? Kennen tue ich sie schon lange, weil ich habe meinen ersten Ami vor 25 Jahren gefahren. Mhm. Und da gab es den ja schon, da habe ich schon Kontakt zu denen gehabt. Okay, das ist cool. Ja. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Danke Klasse, auch. Wir sehen uns dann später, danke dir. Servus. Servus, Pelle, wer bist Sven. Du? Sven. Ich bin der Sven, ja. Sven, was hast du denn hier Schickes? Ein 69er Chevelle Malibu. Wow, auch ein schickes Auto. Ja, als SS-Klon umgebaut. Und Frau und Kind dabei heute. Genau. Hi, grüß dich. Die sind genauso begeistert wie ich. Ja, das muss so sein. Ne? Die Familie muss schon mitziehen. Ne? Genau. Hat sogar den großen 454er SS-Motor drin von der 70er. Okay. Also ordentlich Bums dahinter. Ne? Ordentlich Bums, ja. Und macht ordentlich Spaß, ja. So vom Zustand ja sehr, sehr schön. Also vom Lackbild her und so, ne? Ja, es geht. Also wenn man genauer hinschaut. Ja, gut, mit der Lupe brauchst du nicht hinschauen. Halt, aber so. Ist halt in Mexiko restauriert worden. Okay. Und die sind nicht ganz die so Mexiker. Ordentlich. Sei froh, dass sie dir nicht einen Spoiler hinten dran gebaut haben. Stimmt, genau. Ja, ansonsten ist er ziemlich original. Ja. Haben noch ein bisschen was reingerichtet, wie neue Stoßstangen und sowas. Aber sehr schönes Auto. Danke. Okay, Mitglied bist du seit? Seit letztem Jahr. Letztes Jahr. Auch noch relativ frisch, ne? Genau. Ja, ich habe mir den letztes Jahr im Februar oder März haben wir gekauft. Und dann sind wir auch relativ schnell zum Club dazu gekommen. Ein schönes Hobby auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ich bedanke mich bei dir. Also, auf geht's zum nächsten. Ja, und den Kollegen kennen wir ja. Stefan ist auch wieder hier am Start mit seinem wunderschönen Oldsmobile. Den hat man euch ja gezeigt. Wie lange bist du jetzt im Club? 7 Jahre jetzt. 7 Jahre. Aber eigentlich schon von klein auf dabei, weil das Auto ist auch schon seit 98 im Club. Ja, stimmt, genau. Dann sehen wir uns später noch. Alles klar. Ich wünsche dir noch viel Spaß heute. Ja. Hau rein. Bis dann. Ja. So, kommen wir zum nächsten. Cadillac. Hi, Pelle, du bist der? Da, ich bin der Franz. Der Franz. Ja. Hast du einen wunderschönen Cadillac? Wie lange hast du den? Also den habe ich jetzt so ca. 12 Jahre. 12 Jahre. Und es war so ein Hartscheinenpfund in der Nähe von Ulm irgendwo. Mhm. Und waren einige Reparaturen zu machen. Das glaube ich ja. Aber jetzt habe ich ihn so weit, dass alles läuft.
können wir damit in Urlaub fahren. Gell? Und ich bin eigentlich zufrieden damit. Ja. Wie lange bist du jetzt hier im Club? 25 Jahre sowas. 25 Jahre? Boah, ja, einer der Ältesten mit, oder? Ja, ja. Respekt. Genau. Okay. Ja. Also, ich habe die ganze Entwicklung mitgemacht von dem Verein. Mhm. Aber zurzeit stehen wir sehr gut da. Okay. Okay, also, danke dir. Tschüss. Dir. So, jetzt kommen wir zu der jungen Fraktion. Ja, man sieht eben, dass auch die Jugend Spaß hat an amerikanischen Autos. Du bist die? Die Charlie. Die Charlie. Und du bist die? Die Lena. Die Lena. Und alle beide fahren einen Ford Mustang. Erzähl mal ein bisschen was über dein Auto. Ja, meiner ist Baujahr 2003, 2004, erste Zulassung in Folsom. Mhm. Ich habe ihn im Januar dieses Jahr gekauft, habe ihn mit Papa zusammen umgebaut für die deutschen Normen. Mhm. Habe ihn jetzt vor drei Wochen zugelassen gekriegt. Okay. Und jetzt halte ich so ein bisschen mit ihm rum. Die Kleine hat richtig Spaß, sieht man. Und bei dir? Also ich habe das gleiche Auto, nur dass ich eine Automatik habe, also auch 3,8 und ein V6. Und ich habe ihn auch seit 2-3 Wochen, haben wir ihn geholt in Hof oben. Und erste Zulassung war 2000 in Deutschland. Mhm. Und genau, jetzt halten wir zusammen rum. Dann bleibt mir nur zu sagen, bitte unfallfrei und schön Piano. Ja? Immer schön Piano. Ich danke dir. Ciao. Wir sehen uns. So, komm mal zum nächsten. Hi, du bist der? Ich bin der Philipp. Philipp, der fährt einen etwas jüngeren Mustang? Genau, Baujahr 2010, ist ein Mustang GT Premium Coupé, Gen 5 Facelift, aber noch mit dem alten 4,6 Liter V8, 320 PS. Das Besondere bei dem ist, der hat die Ansaugbrücke und die Drosselklappe vom Mustang Bullet. Mhm. Hat dadurch ein bisschen mehr Leistung als der Vorgängermotor. Dann wünsche ich dir auch noch viel, viel Spaß. Wie lange bist du Mitglied hier? Circa 3 Monate erst. 3 Monate, auch relativ frisch noch. Servus, ich bin der Pelle. Ich bin der Volker. Volker. Hallo, Heike. Heike, grüß dich. Was habt ihr hier Schönes? Wir haben einen 2000er Chevrolet Camaro T-Top mit dem V6-Zylinder drin. Mhm. Und ist also dann auch noch im Erstlack natürlich, im Navy Blue Metallic. Wir sind total begeistert von dem Auto, einfach durch diese beiden T-Tops, was er eigentlich dann wirklich für den amerikanischen Wagen spricht, gibt es in Deutschland eigentlich so in der Form nicht. Mhm. Und du hast halt die Möglichkeit, in 2-3 Minuten offen zu fahren oder halt geschlossen. Das heißt, bei Regen hältst kurz an, baust ab, legst hinten die T-Tops praktisch dann rein. In den Kofferraum rein. Kofferraum rein, das ist echt perfekt. Ja. Mhm. Auch ein sehr schicker Wagen, sieht man auch nicht mehr allzu viel. Ne? Ja, die wurden damals ziemlich verheizt. Ja, ja. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns später noch. Ne? Ja, vielen Dank. Ne? Bis dann, ciao. Man sieht sich. So, jetzt kommen wir zum Chef. Der hat sein Schmuckstück rausgeholt. Mein Auto. Das Schmuckstück steht daneben. Genau, das Schmuck daneben. Steht dahinter. Ja. Ihr zwei. Wir haben einen 1972er Ford Thunderbird hier, den wir jetzt seit 7 Jahren haben. Wir haben uns vor 8 Jahren unseren ersten Ami einen Ford Mustang gekauft. Ist mittlerweile in Ehrensitz übergegangen, weil sie mir gesagt hat, wenn du dir einen Oldtimer kaufst, schenkst du mir den Mustang. Was soll ich da machen? Ja. Habe ich gemacht. Ne? Das ist doch mal ein Deal, oder? Ja, kannst du zufrieden sein mit, ne? Zufrieden damit, ja. Okay. Wir haben 72er Ford Thunderbird. Sehr selten in Deutschland. Ich habe noch keinen weiteren gesehen bis jetzt. Wir sind offiziell 2. Besitzer von diesem Auto. Okay. Das Auto wurde von einem 95-jährigen Texaner 2016 halt verkauft und so wie er hier steht, ist er im Originallack. Das Dach wurde mal neu gemacht, da gibt es Fotos von, wie er die 2014-15 neu gemacht hat. Okay. Und ansonsten ist es einfach ein wunderschönes Auto, die Farbe, das Dach. Ich habe einen guten Kumpel in Amerika, der Jeb, der sagt immer, wenn er mein Auto sieht, muss er ein Bier aufmachen. Ja, oder vielleicht sogar zwei. Oder vielleicht sogar zwei. Ja. Was haben wir da für einen Motor drin? Wir haben einen 429er drin, knapp 7,1 Liter Hubraum. Also ein riesiger Big Block, oder? Ein Big Block, genau. Ford Big Block V8. So und wie es war, Power? So die Power Prämisse, 220 PS, 500 Newtonmeter roundabout. Wie lang ist der von vorn bis hinten? 5,78 Meter. Ja, vierte Gott, Elisabeth. Okay, Jungs, dann gehen wir weiter. Parkhäuser, nein. Nee, würde ich nicht reinfahren. Nein. Aber schon ein geiles Teil. Danke. Danke dir, Hahn. Jetzt stehe ich vor einem Auto, wo ich eigentlich gar keine Peilung habe, was das ist. Aber ich kann dir mal fragen. Hallo, du bist der? Peter. Das ist der Peter. Peter, erzähl mir mal. Das ist ein Clinet Serie 2 Cabriolet von 1979. Technisch aufgebaut auf einer Ford-Basis, aber in Fahrzeug in Handarbeit gebaut. Es gibt 182 Fahrzeuge davon und das ist Nummer 9.
Was hast du da für einen Motor dran? Das sind 5,7 Liter Cleveland, also Ford-Motor und Ford-Getriebe dazu, dass alles schön stimmig miteinander zusammenpasst. Also ich denke mal, da fällst du richtig auf mit dem Teil, ne? Absolut, ja. Der ist überall ein Hingucker und bekommt eine ganze Menge Daumen hoch, weil die Leute einfach selten sowas Schönes sehen. Das glaube ich. Gehen wir weiter. Danke dir. Gerne. So, hier haben wir etwas Moderneres. Wir hatten den ja auch schon mal selber im Test gehabt, den SS in Metallic Blau. Hier ist der. Stefan, grüß dich. Hi. Stefan, grüß dich. Ich bin der Pelle. Erzähl ein bisschen was zu deinem Auto. Ja, ist ein 2018er Chevy Camaro SS. Ist ein EU-Modell und ein Handschalter. Also in Deutschland ist nicht unbedingt so beliebt, die Handschalter, seltsamerweise. Die meisten kaufen dann als Automatik. Okay. Ja, ein bisschen tiefer gelegt, ein bisschen andere Felgen. Ja, habe ich schon gesehen. Hast schon ein bisschen was gemacht dann? Genau. Ne? Den Spoiler ringsherum, ne? Genau, Spoiler. Hinten der Spoiler, ja. Genau. Na, schaut schon mega geil aus. Am Auspuff hast du nichts gemacht, das ist noch der Originale, oder? Genau, die Klappenanlage, die Originale, die ist ja sehr gut. Die ist sehr gut, ja. Ich habe größere Endrohre hab ich hingemacht, weil mir das optisch ein bisschen... Ja, schaut ein bisschen geil aus. Dass der Heckdiffus ein bisschen besser ausgefüllt ist. Mhm. Ja, und dann halt die zwei Farben foliert, selber gemacht. Sieht schön aus. Ist halt ein bisschen was anderes. Tolles Auto, dank dir. Wir sehen uns. Jo. So, kommen wir zum nächsten. Haben wir auch wieder einen wunderschönen Cadillac in so einem Bronze Metallic. Ja? Schaut mega geil aus. Du bist der? Ich bin der Karl. Der Karl. Wie lange hast du das Auto? Ich habe das jetzt ungefähr 9 Jahre. 9 Jahre? Ungefähr, ja. Okay. Ist ein 65er Cadillac Eldorado. Mhm. War damals ein Sondermodell. Von dem Modell sind bis 2100 mit der Ausstattung gebaut worden. Okay. Haben einen 7-Liter-Motor drin mit ein bisschen gut über 300 PS. Schönes Cabrio. Sehr gute Ausstattung. Da haben die damals schon serienmäßig in dem Modell gehabt. Der blendet schon gehabt, der blendet sogar automatisch ab. Haben echt die jetzt? Damals schon gehabt. Ja, Wahnsinn. Die haben eine Fotozelle da drin und mit dem macht er das. Mhm. Der hat alles elektrisch, bis zur Sitzbank, bis zum kleinen Fenster. Also mir hat das Auto halt gefallen, weil es eine Riesenausstattung hat. Ja, klar. Wie lange bist du hier schon dabei bei dem Club? Ich bin jetzt 3 Jahre dabei. Ja. Und fühlt sich wohl hier? Ich bin wunderbar. Okay. Weil es sind, jede Altersklasse ist dabei. Ja, genau. Von jung bis alt. Verschiedene, es sind ja überall immer verschiedene Interessen und das passt wunderbar. Okay, danke dir. Bitte. Für das kurze Interview. Hi, du bist der? Hallo, Peter. Peter, grüß dich. Das ist dein wunderschöner Cadillac? Genau, ein 1980er Sedan Deville, 6 Liter Hubraum, okay. Schlappe 140 PS, aber zum Cruisen reicht es vollkommen. Ja, und schnellfahren will man mit dem Caddy eh nicht. Nee. Wie lange hast du den schon? 2005, bei eBay ersteigert. Okay. Also eher durch Zufall. Ich habe den beobachtet. Ein Freund von mir sagte, ach, der ist schön, lass uns drauf bieten. Naja, hat man halt einen Cadillac auf die Weise. Und inzwischen habe ich eben übernommen und fahre den ja mit Vergnügen. Und wenn mein Partner dabei ist, den wir hier sehen mit seinem schicken Bart, dann macht es umso mehr Spaß. Okay, danke dir. Jo, danke auch. Merci. So, und zu guter Letzt haben wir heute nochmal einen wunderschönen Cadillac, und zwar ist der aus der Flügel-Ära. Man sieht, der hat schöne Flügel hinten, und wir gucken mal nach dem Besitzer. Du bist der? Erwin. Erwin, ich bin der Pelle, hallo. Hallo. Erwin, wie lange hast du jetzt das Auto schon? Das Auto habe ich jetzt circa 30 Jahre. Wow. Ich habe es aus einem Modellauto-Prospekt. Okay. Ein amerikanischer Prospekt, da waren die Maßstäbe drin. Irgendwann stand dabei Maßstab 1:1. Mhm. Und dann habe ich da angerufen und irgendwie kam er dann auch rüber in Emden an, aber es war eigentlich Schrott. Mhm. Okay. Viel Arbeit steckt da drin. Ja, und sehr viel Liebe. Jetzt habe ich deine Dame noch gar nicht. Den Niki. Hallo, servus, ich bin Pelle. Grüß dich. Wie geht's dir? Pelle, gut, danke. Und du fährst gerne mit hier? Ich fahre gerne mit, ja. Ich habe selber auch einen Oldtimer, einen Ford Thunderbird, 1960. Schön. War heute leider nicht möglich zu kommen, weil es zeitlich nicht gepasst hat, weil er woanders steht. Es sind ja heute genügend Autos da, würde ich mal sagen. Ja, ne? Genau. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel, viel Spaß heute noch. Und wir sehen uns natürlich noch. Und wir machen mal eine gemeinsame Ausfahrt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis dann.
So, we are family, meine Friends. Ich möchte mich bei euch herzlich bedanken für die schöne Ausfahrt heute und dass ich jeden mal ein bisschen vorstellen konnte. Ich wünsche euch viel, viel Spaß in eurem Club und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Und ich möchte mich nochmal bedanken beim Hahn für den super Tag heute. Ich wünsche euch viel Spaß und bis dann, bis bald.